Morgen. Wahnsinn. Ihr dürft in die Mitte. Du gehst auch in die Mitte, oder? Guten Morgen zusammen. Ich glaube, nach einer kurzen Nacht darf man das auch um 12 Uhr mittags noch sagen. Und dann ist es vielleicht auch ein bisschen angenehmer, digital zugeschaltet zu sein. Umso schöner, dass ihr in Person hier seid. Danny Röhl und Markus Sorg, schön, dass ihr da seid. Markus, das Spiel gestern hat ja an Emotionalität und auch spielerisch eigentlich keine Wünsche offen gelassen. Mit welchem Gefühl bist du heute Morgen aufgestanden? Ja, natürlich mit großer Freude, weil für mich war das wirklich ein richtiges, tolles Fußballspiel gegen einen überragenden Gegner, wo wir wirklich eine ganz herausragende Leistung abgeliefert haben. Und da ist natürlich die Freude riesengroß, dass wir unser Potenzial und unsere Leistung gestern auf den Platz bringen konnten. Und deswegen bin ich sehr erfreut. Und jetzt ist auch noch alles möglich, Danny. Es muss aber auf jeden Fall ein Sieg her. Was kann vielleicht noch ein bisschen besser laufen gegen Costa Rica? Hallo erstmal an die Runde. Ja, wichtig ist, dass wir jetzt einen großen Schritt vorwärts gemacht haben. Unsere Kompaktheit, vor allen Dingen gegen den Ball, daran müssen wir auch weiter arbeiten. Da gibt es immer ein Potenzial, was wir verbessern können, gerade im Vorwärtsverteidigen. Es war der richtige Schritt, dass wir aus einer guten, kompakten Ordnung immer wieder vorwärts verteidigen konnten. Ich glaube, dass Costa Rica natürlich auch nochmal ein anderer Gegner wird. Wahrscheinlich brauchen wir da auch viel, viel mehr Lösungen noch mit Ball. Aber wir können sehr, sehr zufrieden sein mit dem Auftritt gestern. Dann starten wir im digitalen Raum mit Julian Wolf von der Welt. Ja, vielen Dank. Dann sage ich um die Zeit auch noch guten Morgen. Eine Frage an beide Trainer, was gestern auffällig war. Leon Goretzka und Ilkay Gündogan haben beide nach dem Spiel betont, wie toll der Teamgeist gestern zu sehen war. Die ganze Bank ist aufgesprungen und auch die Ersatzspieler haben unheimlich unterstützt. Können Sie beide einmal sagen, nach dem Teammeeting, nach dem Japan-Spiel, wo man sich ja wohl auch sehr klar die Meinung gesagt hat und diskutiert hat, was ist seitdem passiert? Wie stark ist der Teamgeist seitdem geworden, weil er gestern wohl wirklich ein Faktor war? Vielen Dank. Ja, ich würde mal sagen, der Teamgeist, der wächst natürlich auch immer mit den Ergebnissen und mit dem, was geliefert werden muss. Und deswegen, ich habe es nicht ganz so extrem gesehen, wie Sie jetzt geschildert haben gegen Japan. Ich habe das schon auch so wahrgenommen von der Bank, dass alle mitgegangen sind und sich maximal gefreut haben und auch versucht haben, die Kollegen zu unterstützen. Natürlich war das gestern aufgrund der Situation wieder ein weiterer Schritt und ein besonderes Spiel. Und dass da dann die emotionalen Dinge vielleicht noch ein bisschen extremer hervorkommen, finde ich jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Am Ende des Tages muss man vielleicht auch sagen, dass eine gewisse Überzeugung und von Ergebnissen abhängt und nach der Enttäuschung dann gegen Japan vielleicht auch manchmal ein Ergebnis vom Gegner dazu führen kann, dass noch mehr Überzeugung in die eigene Stärke da ist. Und deswegen muss ich sagen, war das gestern schon auch so eine Win-Win-Situation und von außen wie von innen eine Top-Leistung. Ja, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen, was Markus gesagt hat. Wir haben gesagt von vornherein, dass das Turnier natürlich auch ein Prozess ist, dass wir uns da permanent weiterentwickeln. Und das ist natürlich auch in dem Bereich wichtig, dass wir noch mehr zusammenstehen. Wir haben gezeigt gestern, dass wir eine Einheit sind. Und das haben wir auch immer betont. Wir brauchen alle 26 Spieler. Wir brauchen den kompletten Staff. Und wenn wir als Einheit agieren, dann werden wir auch weiterhin erfolgreich sein. Und das war ein richtig guter Schritt gestern. Und ja, daran werden wir weiter anknüpfen. Dann Marcel Schwamborn aus dem schönen Köln. Ja, aber hier ist wirklich noch morgen. Guten Morgen. Eine Frage zu den Wechseln. Nach dem Japan-Spiel gab es ja ein bisschen Kritik an den Wechseln. Gestern wiederum wurden sie sehr gelobt. Wie stolz seid ihr, dass das auch so alles aufgegangen ist und was dann so ein bisschen untergegangen ist? Was steckte vielleicht hinter dem Wechsel von Schlotterbeck für Raum, weil David ja eigentlich gut gespielt hat? Was war da noch der Plan in den Schlussminuten? Ja, ich denke, die Wahrnehmung von außen ist natürlich immer die, dass die Wechsel im Nachhinein immer bewertet werden, wie das Ergebnis ausfällt. Und deswegen muss ich sagen, finde ich nicht so gut gewechselt, weiß ich nicht, sage ich nicht ganz so. Ich finde, wir haben unsere gewissen Überlegungen und wollen gewisse Dinge verändern während dem Spiel, wo man noch nicht weiß, wie das Spiel nachher ausgeht. Deswegen muss man vielleicht auch manchmal gewisse Dinge entscheiden. Und dafür sind wir ja auch da.
Deswegen, ich finde, wir haben nicht so schlecht gewechselt, wie es vielleicht von außen dann so wahrgenommen wurde gegen Japan. Wir hatten unsere Gründe. Und das Zweite, David war ja schon angeschlagen, hatte was in der Rippe und von daher musste man ihn auswechseln. Dann Tobi Altscheffel von der Bild. Ja, guten Morgen in die Runde. Ich würde zum einen an die Frage von Julian Wolf einmal anknüpfen wollen. Wie genau lief denn diese Sitzung am vergangenen Donnerstag der Mannschaft oder auch mit euch ab? Also wart ihr da alle mit dabei? Haben die Spieler das Wort geführt oder was war das, was ja dann Kai Havertz und Julian Brandt als schon eine Sitzung bezeichnet haben, die die Mannschaft aufgerüttelt hat? Und zum anderen, wie war der Ablauf jetzt gestern oder ist er heute, die nächsten Tage, dürfen beispielsweise die Spielerfrauen nochmal kommen oder ist jetzt einfach nur Fokus auf Costa Rica und nur noch Sport quasi? Ja, wie lief die Sitzung ab? Erstmal prinzipiell geht es uns immer darum, was haben wir gut gemacht, was haben wir nicht gut gemacht. Wir haben Dinge ganz klar angesprochen. Vor allen Dingen unsere Kompaktheit hat dann nicht mehr gestimmt. Und das haben wir halt gestern auch viel, viel besser gemacht. Das muss man sagen. Die Jungs waren proaktiv. Sie haben sich mit eingebracht. Es wurden Dinge klar benannt. Das war uns auch wichtig. Wir wollen die Jungs immer mitnehmen in unseren Überlegungen. Und wichtig war auch, dass dann die Jungs genau diesen Glauben und diese Überzeugung gestern ins Spiel gebracht haben. Das war top. Und ja, die Frauen sind auch nach dem jetzigen Spiel da. Das hat uns auch jetzt gut getan vor dem Spanien-Spiel. Ich glaube, wir haben gestern eine hervorragende Leistung gebracht und die Jungs sollen heute einfach nochmal vom Kopf auch ein bisschen abschalten und dann werden wir ab morgen volle Konzentration auf Costa Rica gehen, weil wir da haben ein ganz, ganz wichtiges nächstes Spiel. Ganz kurz nachgefragt, das heißt, die kamen gestern Abend schon oder kamen heute und bleiben bis morgen? Die Frauen sind gestern Abend noch gekommen, war sehr, sehr spät, deswegen ging es dann auch relativ schnell ins Bett. Alle waren dann auch zufrieden, dass sie sich zurückziehen konnten und sie werden dann morgen abreisen. Manuel Bonke, bitte. Hallo zusammen. Ich würde noch mal gerne an die Wechselfrage anknüpfen. Was war denn genau gestern der Gedanke bei den Wechseln? Also Jamal ist ja dann auf 10 gegangen. Ich glaube, das hat im Spiel auch noch mal gut getan. Könnt ihr da vielleicht noch mal euren Gedankenlauf ein bisschen erläutern bei dem Dreierwechsel, vor allem, der ja maßgeblich war? Ja, gehe ich kurz rein. Der erste Wechsel, Lukas Klostermann, hatte die Tatsache, dass Thilo Kehrer gelb vorbelastet war. Deswegen mussten wir gucken. Wir brauchten weiter die Aggressivität in den Zweikämpfen. Das ist dann gefährlich in so einem Spiel, gerade wo es auch um viele Zweikämpfe geht. Das war gelb geschuldet. Dann haben wir schon mal nach innen gezogen, weil er da nochmal zwischen den Linien nochmal für Bewegung gehen kann. Und dann haben wir ja mit Lieber eingebracht, der viele, viele 1-zu-1-Situationen lösen kann. Und natürlich vorne drin nochmal einen Boxspieler mit Fülle, der das dann hervorragend gemacht hat und auch sich mit dem Tor belohnt hat. Kai Schiller? Ja, guten Morgen, guten Mittag. Ich hätte eine Frage. Gestern Abend in der Pressekonferenz hat Hansi Flick gesagt, dass das Trainerteam nicht das Spiel gegen Costa Rica geguckt hätte, weil sie anderes zu tun gehabt hätten. Die Spieler hätten das geguckt. Können Sie uns vielleicht verraten, was genau Sie gemacht haben und ob das Trainerteam mittlerweile das komplette Spiel gegen Costa Rica schon geguckt hat? Nee, wir haben uns natürlich auf das Spiel vorbereitet. Ich denke, man muss immer die Dinge tun, die man selber in der Hand hat. Und Costa Rica läuft natürlich parallel, schon im Vorfeld alles. Und für uns war der erste Fokus natürlich auf das Spiel von gestern. Und wir im Trainerteam machen jetzt in erster Linie die Nachbereitung und dann geht's Richtung Costa Rica. Wolfgang Stephan für die Nordsee-Zeitung. Ja, hallo in die Runde. Meine Frage an beide Trainer, wer die auch beantworten will: Wie groß sind die Chancen, dass ihr mit einem echten Mittelstürmer Füllkrug am Donnerstag gegen Costa Rica spielen werdet? Ja, man spricht ja immer viel über die echte Neun und echter Mittelstürmer. Ich denke, das Entscheidende ist natürlich, man braucht Spieler auf dem Platz, die Tore machen. Und natürlich gibt einem ein
zentraler Stoßstürmer, sagen wir es mal so, der die Bälle halten kann und so, die ein oder andere Option. Nichtsdestotrotz ist es Allheilmittel, sondern ich finde, das Entscheidende ist, dass wir daran arbeiten, als Mannschaft die Torchancen hochzuhalten und die Qualität der Torchancen zu erhöhen, damit wir die Tore machen. Und ob das dann unbedingt mit oder ohne einem echten Neuner sein muss, das, denke ich, ist nicht die entscheidende Frage. Dann die Agenturen. Arne Richter für die dpa zuerst. Ja, hallo in die Runde. Können Sie vielleicht kurz nochmal ein Update geben zu David Raum und seiner Rippe? Wie sieht es da aus und wie hat das Knie von Leroy Sané den Einsatz gestern verkraftet? Wie sieht es bei beiden Ausrichtungen Donnerstag? Ja, David Raum hat eine Rippenprellung. Ich denke, das sollten wir hinbekommen bis Costa Rica. Deswegen gilt es halt auch gut zu regenerieren. Leroy hat bis jetzt positive Signale gesendet, dass er auch keine Probleme gab. Deswegen auch er wird hoffentlich zur Verfügung stehen, muss heute den Tag abwarten, ob noch was kommt. Das ist immer so ein Tag danach. Auch Matchday plus zwei sind immer so die kritischen Tage, wo man dann gucken muss, wie die Entwicklung ist. Aber bis jetzt haben wir positive Signale und wir hoffen, dass das dann auch zu Costa Rica auch passt. Ich glaube, dann ist Oliver Muchers Frage auch beantwortet oder gibt es noch eine? Passt, sehr gut. Dann machen wir mit Nino Duit weiter. Noch eine Anschlussfrage zu Leroy Sané. Hat er gestern für einige Impulse gesorgt nach der Einwechslung? Wie habt ihr ihn generell gesehen und wie erlebt ihr ihn auch im Training in der Freizeit? Ja, Leroy hat das auf den Platz gebracht, was er kann und was man an ihm schätzen. Das ist das Tempo-Dribbling, die Wege in die Tiefe, das 1-gegen-1 zu gewinnen, Überzahl zu schaffen, Torchancen zu kreieren, das alles hat er gezeigt. Und da sind wir natürlich auch sehr froh darüber. Außerhalb ist er wie immer, ja. Ich weiß nicht, ganz normal, der Junge, der sich ganz normal einfügt in die Gruppe, mit dem er ganz normal umgehen kann, also alles gut. Dann haben wir noch drei Fragen und starten mit Marc Bernbeck von Sky. Frage an beide. Erstmal kurz auch zum Donnerstag. Kann ja auch sehr aufs Torverhältnis ankommen. Wie offensiv kann man es angehen? Das ist eine Option, auch mit zwei offensiven Außenverteidigern zu spielen und dann nochmal zu Fülle. Nur wird er ja zu Recht gefeiert, weil er letztendlich das Tor gemacht hat. Und trotzdem, ja, er war nicht der alleinige Faktor. Dennoch, jeder, der über ihn redet, auch in der Mannschaft, sagt, geiler Typ. Ja, also ich glaube, das ist immer das Label, was er bekommt. Warum ist er das? Wie nimmt ihr ihn wahr? Und vor allem auch, wie wurde er gestern dann vielleicht auch nochmal intern gefeiert? Ja, Fülle erstmal als Typ zu beschreiben, ist ein absoluter Teamleader. Trotzdem, dass er zum ersten Mal jetzt dabei ist, geht er voran, er pusht die Jungs, er ist einfach kommunikativ, er bringt sich voll mit ein, er hat Überlegungen, er tut der Mannschaft einfach gut, er gibt viel Energie rein und das war uns auch wichtig bei der Auswahl natürlich, wo das haben wir immer von vornherein gesagt, dass wir ein Team brauchen, wo es viele Charaktere gibt, die auch Energie in die Mannschaft einfügen. Hat er hervorragend gestern gemacht. War auch die Belohnung des Tores, glaube ich, von den Eindrücken die letzten Wochen und Tage, die er hier fabriziert hat, dass es einfach top ist. Die Mannschaft hat sich natürlich unheimlich für ihn gefreut. Das war sehr gut. Und zur zweiten Frage, beziehungsweise zur ersten Frage, Costa Rica, ja, es geht darum, wir werden einen Gegner erwarten, der sehr leidenschaftlich verteidigen wird. Da gilt es, Lösungen zu finden und auch da wieder im Kollektiv. Das kann nicht einer alleine machen, sondern wir müssen mit einem guten Matchplan wieder das Spiel angehen. Wir müssen Lösungen finden, uns viel bewegen, sehr aktiv sein im Ballbesitz und dann müssen wir auch so die Tore erzwingen. Und trotzdem müssen wir immer im Kopf haben, dass auch eine Restverteidigung stimmt. Also wir dürfen da nicht blind nach vorn stürzen und alles hinter uns auflassen. Das wird ganz entscheidend sein, dass wir eine gute Balance finden, viel Druck nach vorne entwickeln und trotzdem immer auch die Defensive absichern. Martin Roschitz für den ARD Hörfunk. Ja, hallo, guten Morgen. Das klingt ja alles sehr optimistisch jetzt bei Ihnen, auch nach den Eindrücken des Spanien-Spiels. Fragen trotzdem, man hat es ja eigentlich doch nicht selbst in der eigenen Hand. Man würde jetzt einen Kantersieg gegen Costa Rica schaffen. Was macht Sie denn so sicher, dass Deutschland weiterkommt? Ja, ich denke, die Überzeugung kommt natürlich dann über die Ergebnisse und die Dinge, dass wir die verbessern, die man immer wieder anspricht. Und ein erfolgreiches Turnier hat immer zur Grundvoraussetzung, dass sich eine Mannschaft im Turnier entwickelt, dass man immer von Spiel zu Spiel einen Fortschritt sieht. Und ich denke, wir können unsere Aufgabe erfüllen und
der Glaube daran ist einfach, dass wenn wir unsere Aufgabe erfüllen, dass es dann auch reichen wird. Christian Kamm für die FAZ. Ja, hallo. Erstmal, ich hoffe, ich bin gut zu hören. Mein Netz hier ist ein bisschen wackelig. Die erste Frage würde sich auch nochmal an Niklas Füllkrug anschließen. Nur mal hypothetisch durchgespielt. Man würde ihn in der Startelf bringen. Es ist ja doch ein anderer Spielertyp als die anderen, die dort gespielt haben. Was würde das, wie viel müsste man sagen, im System der Mannschaft, in der Art und Weise, wie sie spielt, anpassen, insbesondere auch im Spiel gegen den Ball? Das ist ja irgendwie auch ein ganz interessantes Thema für die Runde, für die Besetzung dort vorne. Und wenn ich das noch nachfragen darf, Sie haben von Lösungen mit Ball für das nächste Spiel gesprochen, dass die ja sehr gefragt spielt. Ist das eine Überlegung, ihn stärker einzubeziehen? Die letzte Frage haben wir, glaube ich, nicht ganz verstanden. Das war die Frage nach Mario Götze, Lösungen mit Ball und ob das für Costa Rica eher ein Thema sein könnte. Ja, natürlich nochmal, wir als Trainer müssen uns natürlich gut überlegen, wie wir die Dinge, die gefordert sind, am besten umzusetzen sind. Das heißt, über die Mannschaftstaktik, über einzelne Positionen. Und natürlich spielt da, muss man über alles nachdenken. Und das ist ja auch ganz normal. Aber ich denke, dass man natürlich auch gucken muss, welche Wirkung hat welcher Spieler zu welchem Zeitpunkt. Und die Wirkung sollte man vielleicht auch nicht verlieren, sondern vielleicht auch auf basierendem ein bisschen aufbauen und von da dort weggehen. Also ich denke, man muss natürlich schon offen über alles nachdenken, aber im Endeffekt, denke ich, braucht man auch eine gewisse Struktur, eine gewisse Stabilität, eine gewisse Sicherheit. Und Sicherheit kommt dann auch über Konstanz. Dann haben wir zum Abschluss noch Patrick Berger von Sport1. Hallo in die Runde, schönen guten Tag. Eine Frage zum Mittelfeldzentrum, das ja sehr, sehr gut funktioniert hat gegen Spanien. Da hat man sehr dicht und kompakt gestanden. Ist das mit den dreien, also Goretzka, Kimmich und Gündogan, auf jeden Fall auch eine Lösung gegen Costa Rica, oder wird es ein ganz anderes Spiel? Und gerade eben kam mal die Frage auf nach dem Gegner, nach der Konkurrenz, die Sie dann natürlich beobachtet haben. War jemand von Ihnen im Stadion, vielleicht Hermann Gerland, am Spiel am Vormittag? Nein, im Stadion war niemand. Wie gesagt, die volle Konzentration war gestern auf das Spiel Spanien gerichtet. Wir werden uns jetzt ab heute Abend mit Costa Rica intensiv beschäftigen. Und ja, das zum einen. Und die andere Frage, die erste, Markus? Ja. Nach dem Mittelfeldzentrum. Ah ja, genau. Danke. Danke. Ja, war natürlich hervorragend, wie Sie das gestern gelöst haben. Wir wussten, was auf uns zukommt, was wir für ein Zentrum brauchen. Wir brauchten Balleroberer, wir brauchten Aggressivität. Und wir werden einfach heute Abend uns mit Costa Rica beschäftigen. Wir werden gucken wieder, welcher Spielertyp dann auch passt zu dem Gegner. Und trotzdem war die Leistung hervorragend, was die drei geliefert haben. Und ja, lassen Sie sich überraschen, was wir gegen Costa Rica dann aufstellen werden. Das machen wir. Vielen Dank und wir sehen uns dann morgen wieder persönlich. Danke.